Deutschlandfunk, Sternzeit. 4. März. Polarlichter vielleicht auch über Deutschland. Die Sonne nähert sich wieder einmal ihrem Aktivitätsmaximum. Es gibt mehr Flecken und Explosionen als in den vergangenen Jahren. Somit steigen auch die Chancen, Polarlichter am Himmel zu beobachten. Menschen in hohen nördlichen Breiten sahen in diesem Leuchten einst einen Kampf der Götter, Botschaften gefallener Krieger oder den Tanz der Jungfrauen. Tatsächlich entsteht es ganz profan durch geladene Teilchen. Sie kommen von der Sonne und dringen in die obere Atmosphäre ein. Je mehr Explosionen es auf der Sonne gibt, desto stärker ist dieser Sonnenwind. Das Erdmagnetfeld lenkt die Partikel so ab, dass sie nur in hohen geografischen Breiten mit den Luftteilchen wechselwirken. Der Sauerstoff der Atmosphäre leuchtet rötlich oder grünlich, Stickstoff macht sich violett bemerkbar. Da der Sonnenwind durchaus böig bläst, sind Polarlichter manchmal sehr dynamisch und bewegen sich wie flatternde Gardinen am offenen Fenster. Häufiger sind aber leuchtende Bögen, die sich stundenlang kaum verändern. Ruhige und aktive Phasen wechseln sich manchmal schlagartig ab. In Europa bestehen im Norden Skandinaviens und in Island die größten Chancen, Polarlichter zu sehen. Bei starken Sonnenstürmen schaffen es diese Leuchterscheinungen aber auch bis nach Mitteleuropa oder gar Nordafrika. Spezielle Websites informieren darüber. In den nächsten Monaten lohnt sich auch bei uns immer mal wieder ein nächtlicher Kontrollblick an den Nordhimmel. Vielleicht tobt dort gerade ein wunderschöner Kampf der Götter.